Servus! Hi, ihr Lieben! Hier ist wieder euer Kanal Meilen Mike mit Heidi und Mike. Ja, erste Frage, habt ihr auch so heiß? Ja, also wir sind hier in brütender Hitze und ich glaube, wenn wir heute Abend nicht mit Freunden verabredet wären, wären wir heute nicht mehr aus dem kühlen Zimmer rausgekommen, gell Schatz? Aus dem kühlen Keller, ne? Nicht gerade so schlimm, ja, aber doch. Ja. Bei ziemlich angenehmen schon, Temperaturen, ja. Schon Wahnsinn, aber der Sommer ist ja auch schön, gell? Genau. So, Schatz, fängst du an? Ja, und zwar wollten wir mal noch mal woanders hin. bei dieser Witterung wollten wir mal noch mal ans Meer. Genau, und, ja. Sind dann noch mal in Seeland rausgekommen, ne? Ja, wir haben euch ja, für alle die, die das letzte Video gesehen haben, haben wir euch ja schon unser ganzes Dilemma aufgezeigt von der Werkstatt, die wir vergessen hatten, ne? Genau. Und vergessenen Terminen etc. BP und so weiter. Und wir wollten eigentlich letztes Wochenende woanders hin, sind aber dann vorletztes Wochenende in Seeland gelandet. Denn letztes Wochenende haben wir uns ja mit Wanda verliebt getroffen, mit der Froni und mit Mischa und mit der Anja. Genau. Und unsere Kinder waren dabei. Ja, das war sozusagen für unser Enkelchen das erste, der jetzt Minicamper ist. Wir haben jetzt einen kleinen Minicamper, einen ganz süßen. Ja, wirklich. Einen einzigartigen. Also, der hat sich an der Mosel schon sehr wohl gefühlt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, ja, ne? Ja, genau. Ja, ja, und wie gesagt, dadurch hatten wir, weil wir so sehr im Stress waren, konnten wir unseren Seeland-Film nicht schneiden. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, wir sind da immer noch dran. Wir werden wahrscheinlich morgen erst, wenn ihr das jetzt seht. Ja, ja. Ist halt immer ein bisschen umfangreich, ne? Ja, wir haben aber auch wirklich, ich habe ja schon erzählt, voll gepflasterten Terminkalender, gell Schatz? Ja, genau, und deswegen. Ja, und dieses Seeland-Wochenende, da sind wir mehr oder weniger, hätten wir uns zu Hause wahrscheinlich nicht aufhalten können. Saarländer unter euch und vielleicht auch über die Grenzen hinaus wissen, dass bei uns alljährlich dieses Rocco del Schlacco stattfindet, ne? Das ist so ein Freiluft, Rockfestival. Ja. Und das ist hier Luftlinie von uns entfernt, vielleicht 3 Kilometer, ne? Genau. Ja. Und es geht wirklich bis in die Morgenstunden. Ich möchte da auch niemand verdammen. Wir waren nämlich selbst früher dort, unsere Kinder waren dort. Aber wenn man gerade im Sommernächten Fenster aufhat, ist man bum, 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 bum. Ja, das kann doch ganz schön nerven. Aber den jungen Leuten sei es gegönnt. Das ist wirklich schon, es ist eine schöne Sache. Wir blenden euch mal Bilder ein. Wir sind dann gefahren nach Seeland. Unsere Anreise war über? Ja, die war über Luxemburg. Wir haben ca. 440 Kilometer. Und da fahren wir über Luxemburg, dann dort über die Grenze nach Belgien Richtung Brüssel. Und in Antwerpen dann noch ein Stück weiter über die Grenze wieder nach Niederlande. Genau, ja. Und ich muss sagen, die Anreise, das hat wirklich super gut funktioniert. Ja, einwandfrei. Ja, und wir standen. Außer? Ne? Ja, wir standen ungefähr 10 Kilometer im Stau. Jeder von euch weiß ja, Stau 10 Kilometer, das kann sich schon ziehen. Ne? Ja, das hat uns eine Stunde gekostet eigentlich. Ja, ne? Aber das war bedingt durch eine Baustelle. Ne? Aber letztendlich sind wir sehr, sehr gut in Seeland angekommen und ganz, ganz glücklich. Ja. Denn im letzten Video haben wir ja auch schon erzählt, der Mike hatte sich die Finger wund telefoniert. Es waren sage und schreibe. Ja, die Telefonliste, die war ziemlich voll gewesen, also 30 bis 40 Campingplätze. Ja. Da war alles drunter vertreten, von groß bis mini. Genau. Haben da leider keinen Platz mehr gehabt, bis auf, jetzt muss ich sagen, der Campingplatz Oranjesohn. Ja. Der hat uns gnädigerweise noch einen Platz zur Verfügung gestellt, aber im Nachhinein haben wir festgestellt, auf dem Platz sind noch mehrere Plätze frei gewesen. Allerdings keine Wohnmobilstellplätze mehr, sondern nur noch die normalen Stellplätze. Ne? Genau. Aber für uns war das halt eben wieder ein absoluter Glücksfall. Denn ich habe es ja schon mehrmals gesagt, immer denkt man, wenn man aus Seeland kommt, jetzt hat man hier den Volltreffer gelandet. Also momentan ist unser Favorit halt eben dieser Campingplatz, ja, kann man ruhig so sagen. Ne? Der liegt ja im Naturschutzgebiet und
da kann man sich natürlich austoben. Ne? Ja. Aber das seht ihr alles im Film, wie gesagt. Genau. Ja, und wie das halt eben bei uns immer so ist, egal ob im Seeland oder sonst irgendwo am Meer, wenn wir uns einigermaßen eingerichtet haben, führt natürlich der erste Weg direkt dahin. Ist doch klar, ne? Deswegen sind wir ja hingefahren. Und genau am ersten Abend haben wir natürlich an den anderen Abenden auch einen wunderschönen Sonnenuntergang miterleben dürfen. Traumhaft. Genau, wirklich, ne? Und haben uns wirklich bis in die Morgenstunden am Meer und draußen aufgehalten. Ja. Genau das Gleiche bei unserer Nachtwanderung. Ja, wie gesagt, da grenzt ja direkt dieses Naturschutzgebiet an und da sind wir natürlich dann zu später Stunde auch wieder los. Ja. Weil wir ja wissen, dass dann das Wild auch aus der Dickung rauskommt. Du weißt und das. Da haben wir natürlich jede Menge Wild gesehen. Ne? Genau, da haben Sehr wir schön. Erlebnisse gehabt. Also ich kam mir vor wie im Märchenland. Ja. Und da haben wir sogar ein Pferd gesehen, das durch einen Fluss geschwommen ist. Zurück auch wieder. Leider ein bisschen. Ja, zu weit weg. Da konnte man nicht filmen. Das hätte nichts gebracht. Ne? Aber für uns war das ein wirkliches Naturschauspiel. Genau. Ne? Und dann kamen wir sogar noch an einem Nacktbadestrand vorbei. Aber das seht ihr alles im Video. Genau. Und diese Nacht war wirklich lang. Wir kamen bei totaler Dunkelheit ans Womi zurück. Und da sind wir immer noch nicht reingegangen. Und diesmal hat es mir wirklich sehr, sehr leid getan, als wir abreisen mussten. Ja. Mir auch, ehrlich gesagt. Also es war wirklich sehr, sehr schön da hinten. Ne? Da waren wir auch nicht das letzte Mal. Nee, das war ein absolutes Träumchen. Ja, wie gesagt, man kann eigentlich aus dem Schwärmen nicht mehr herauskommen. Und wir haben da auch noch auf den 6 Wohnmobilstellplätzen, die der Mike eben erwähnt hat, haben wir noch... Einen Saarländer getroffen, ne? Oder Saarländer. Ja. Ein Pärchen aus dem Saarland. Genau. Also ganz, ganz liebe Grüße an euch beiden. Ja, ihr wart ja noch ein bisschen länger da als wir. Ja, alles in allem war es ein wunderschöner, ein gelungener Kurzurlaub. Und wir konnten natürlich, wir hatten sogar die Fahrräder dabei. Ja, haben es aber nicht rausgeholt. Die konnten nicht zum Einsatz kommen, denn... Nee. Wir Weil der Weg zum Meer, den kann man nur zu Fuß gehen. Da ist vorne dran ist ein Fahrradständer und da muss man die Räder abstellen und geht dann den Rest zu Fuß. Genau. Weil da ist dann je nach Tageszeit auch ein bisschen Betrieb. Ne? Ja, es ging natürlich noch die andere Richtung, aber da hat uns absolut die Zeit gefehlt, die Zeit das noch zu erkunden. Das wird dann die nächste Tour sein. Ganz einfach, aber ne? Das lohnt sich allemal und das werden wir auch noch tun. Ja. Aber jetzt müssen wir so langsam zum Ende kommen, denn wir sind ja schließlich noch eingeladen. Bei mir läuft alles vor lauter so Hitze. Ja, du warst ein bisschen schlauer als ich. Du musstest, ich war eigentlich jetzt schon fertig, aber das hätte ich mir so nicht vorgestellt hier drinnen. Egal, life is life. Genau. Ja, habe ich mir doch glatt die Finger heute wund telefoniert. Ich habe ca. 30 Campingplätze abtelefoniert in Holland. Ursprünglich wollten wir ja woanders hin, aber jetzt haben wir gesehen... Dienstag ist ein Feiertag, den müssen wir natürlich nutzen, ab ans Meer. Genau. Ja, und glücklicherweise hat einer Erbarmen mit uns gehabt und jetzt haben wir doch noch einen Platz bekommen. Ja, wir sind ja sehr spontan, gell, Schatz? Ja, genau. Ja, okay, also ich bin jetzt doch sehr froh, dass wir ja gelandet sind. Denn nächstes Wochenende ist etwas ganz anderes. Ja. Aber das hört ihr ja heute Abend, falls ihr aufs Video geht. Genau, 18 Uhr. Das ist ganz, ganz anderes, ja. Und und Freitag drauf ist dann noch was anderes. Ist immer was anderes. Immer was anderes, ja. Ja, okay. Okay, alles Weitere demnächst. Okay. Ja, Schatz, ich muss sagen, du hast den richtigen Nordsee-Style hier. Wow, ey. Ja, aber das hat einen besonderen Grund, denn hier bei uns hat es, wir sind gestern Abend ganz, ganz spät angekommen und es hat wirklich die ganze Nacht geregnet wie aus Kübeln. Es war aber sehr gemütlich, ne?
da hier vorwiegend Wiese ist. Und da gehe ich lieber mal auf Nummer sicher. Sehr nasse Füße möchte ich nicht unbedingt bekommen. Nee, genau. Jetzt. Wenigstens mal nicht, wenn ich durch die Wiese gehe. Ja, Sie haben heute noch mal Sonnenschein gemeldet. Ja. Ne? Die blauen Wolken, die kommen ja schon, aber wir haben hier nicht die so warm. Die blauen Wolken, oh, was Seeland alles so zu bieten hat. Der Himmel wird wieder blau, sagen wir mal so. Ja. Und es ist auch nicht so warm wie bei uns zu Hause. Ne? Also wir sind da weggefahren, da hatte man ungefähr 29 Grad. Ja. Und hier sind wir angekommen. Gut, es war natürlich schon spät, da hatten wir 20 Grad. Ne? Ja, ja. Also wir haben gerade eben mit unseren Kindern telefoniert. Bei uns im Saarland ist das Wetter auch nicht gut, sagen wir mal. Ist es auch nicht wir so haben gut, ja. Auf der App geschaut, das ist Richtung München, ist es schön, aber da möchte ich nicht hin. Nee. Und für uns das ideale Wetter zum Wandern. Und wir haben die Räder dabei. Genau, heute wird man nochmal Rad gefahren. Ne? Genau, und zum Badeurlaub fahren wir demnächst irgendwo anders hin. Genau, da wird man nochmal die GoPro 10 aktiviert. Mal gucken, wie die rüberkommen. Genau, das gut, tun wir. Jetzt gehen wir mal an die Rezeption und gehen mal bezahlen, melden uns mal an. Und dann schauen wir weiter, ne? Ja, let's go. Ja, so jetzt sind wir hier gerade aus der Rezeption gekommen und haben ein Schwimmbad entdeckt und... da filmen wir jetzt mal schnell, weil da ist noch nicht viel los, ne? Aber da kommen schon die ersten Kinder, die sind schon im Anmarsch. Ja, gut. Ja, also es ist ein richtig schöner, großer Pool. Super, also es ist wirklich begeistert. Und Sie können ruhig durchkommen. Genau, und wenn's dann, wir filmen nach hinten. Und wenn es dann wärmer wird, dann gehen wir natürlich mal rein, okay, ne? Okay. Ja. Jetzt mussten wir wieder zurückgehen, denn... Ja, ich habe die falschen Schuhe angehabt. Ich dachte ja ursprünglich, wir gehen nur zur Rezeption, aber meine Frau will ja gleich weiter zum Strand. Und ja, da muss ich mir jetzt das passende Schuhwerk anziehen. Genau, würdest du besser auf mich hören? Ich habe halt keine gelben Stiefel. Ja, auf jeden Fall waren wir schon vorne an der Rezeption. Da haben wir einen wunderschönen Pool entdeckt. Wir haben Neunkircher entdeckt. Genau. Liebe Grüße von uns an euch. Ja. So ein bisschen Heimat in Seeland. So ein bisschen Heimatnähe. Kann man sich immer gut unterhalten. Ne? Genau. Und nachdem es ja wirklich heute Nacht so geregnet hat, der Himmel wird immer blauer und es ist mittlerweile schon so warm, dass wir schon fast sagen, es wird schon fast zu warm für das, was wir an Wanderungen und so vorhaben. Aber besser so als anders. Ja, wir erforschen jetzt erstmal das Gebiet hier, ne? Und vor allen Dingen jetzt mal Richtung Meer. Ja. So, jetzt sind wir gerade aus dem Campingplatz rausgegangen und... gehen hier durch ein Naturschutzgebiet und erforschen das natürlich zuerst mal, ob man hier auch mit dem Fahrrad an den Strand kommt. Aber laut App sind es 1,1 Kilometer bis zum Strand. Das ist ein Hups. Das ist ein Hups. Und die werden wir jetzt mal genießen, ne? Genau. Natürlich melden wir uns von unterwegs nochmal. Wow, Schatz, guck mal, da hinten gibt es sogar Dinos. Mensch, das ist ja wirklich ein gefährlicher Weg hier bis zum Strand. Ja, aber die können dir nichts tun. Hier ist ja Gott sei Dank ein Stacheldrahtzaun vor. Gott sei Dank. Dann gehen wir schnell weiter. Ja. Yesterday there was sun and there was rain. Und auf dem Weg zum Strand kommen wir hier sogar noch über eine Brücke. Ja. Unten drunter ist noch ein Flüsschen und da geht noch ein Wanderweg vorbei. Den werden wir natürlich auch noch demnächst erforschen. Den werden wir auf jeden Fall in Angriff nehmen. Wir haben ja noch ein paar Tage zum Glück. Genau. Ne? Aber unser erster Weg ist natürlich immer ans Meer. Ist und der war bisher schon wirklich ganz, ganz fantastisch durch dieses schöne Naturschutzgebiet. Der Mike zeigt euch mal gerade ein paar schöne Aufnahmen. Genau. So, und hinter uns haben wir jetzt das Meer. Genau, das ist nicht mehr weit, ich kann es schon hören.
Genau. Und die Dame an der Rezeption hat uns eben gesagt, das Wetter soll noch schöner werden. Aber für uns würde das vollkommen ausreichen, gell, Schatz? Ideales Wanderwetter. Ja, denn wir wollen ja viel wandern und noch wärmer. Also ich bin eigentlich jetzt schon ein bisschen zu warm an. Aber ich habe ja meinen Rucksack dabei und einen Zwiebellook und da kriegen wir das schon gebacken. Genau, und jetzt geht der Wind etwas und die Kamera wackelt. Die Kamera wackelt? Ja. Okay, dann schnell Richtung Meer. Ich kann nur sagen, wir sind begeistert von diesem Strandabschnitt. Wir sind zwar noch nicht da, aber der Anblick allein schon, die Dünen im Hintergrund und vorne dran dieses Niedergewächs, ein ganz toller Anblick. Ja, also wir können sagen, Seeland ist genau wie die Mosel und auch der Schwarzwald eigentlich so ein bisschen unsere zweite Heimat, gell, Schatz? Genau. Aber es bietet sich uns immer wieder eine neue Perspektive und das hier ist wieder ein Träumchen. Fantastico. Ja. Unglaublich, ne? Auch der schöne Anweg hier. Man sieht ja unten die Leute zum Strand gehen. Da gehen wir jetzt auch gleich hin. Ja, und der Weg ist wirklich so nah am Meer, dass wir da auch ganz locker leicht abends hingehen können. Ja, das machen wir auch, du. Das ist eine gute Idee, ne? So, da geht es hier ein paar Stufen runter. Guck mal. Ach, du lieber Gott. Wie dein Enkelchen. Ja, das haben unsere Kinder immer schon gerne gemacht. Wie hat unsere Tochter immer gesagt? Mama, hast du meine Bumi-Stiefel dabei? Ja, genau. Wie süß, und das erleben wir alles nochmal. Ich freue mich. Ich auch. Ja, guck mal da hinter uns. Aloha, hey, oh, hey, aloha, der Aloha hey, Beach. Oh, hey, aloha, hey, oh, hey. Erinnert mich tierisch an unsere Partys zu Hause. Das Lied hat nie gefehlt. Nee. Fehlt immer noch nicht. Eigentlich nicht, ne? So, geschafft. Jetzt stehen wir hier am windigen Strand der Nordsee in Seeland. Super schön, wie immer. Ja, und jetzt knallt sie ganz mächtig, die Sonne. Und es ist wirklich einfach ein Träumchen. Ich muss mich wiederholen. Aber viele Dinge sind hier auch in der Wiederholung immer wieder schön, gell, Schatz? Genau. Ja, und wenn ihr nach Seeland wollt, kommt schnell hierher, denn auf diesem wunderschönen Campingplatz ist noch ein Stellplatz frei. 2, 3, 4, 5. Genau. Was ich nicht verstehen kann. Ich auch nicht. Ein toller Campingplatz. Ja. Das ist ja einfach nur ein absolutes Träumchen hier. Das kann man ruhig so sagen, ne? Ja, kann man wirklich sagen. Wir haben jetzt fast den ganzen Strand für uns alleine. Wir haben ein Traumwetter. Ja, ich verstehe auch nicht, warum hier so wenig Leute sind. Haben die alle Angst vor ein bisschen Wind oder was? Du, vielleicht ist ja dieses Teil von Seeland ein Geheimtipp. Jetzt ein Miley-Geheimtipp. Vielleicht, ja. Herrlich. Es ist richtig, der Wind ist richtig warm und wir haben, kann man ruhig so sagen, genau die richtige Entscheidung getroffen. Wir fassen immer. So, und jetzt? Machen wir uns auf den Rückweg. Denn? Der Hunger nagt. Genau. Und weißt du, was du heute Mittag bekommst? Nein. Du bekommst heute Mittag hausgemachte Hackfleischsoße und Nudeln. Da freue ich mich drauf.
Da bin ich mal gespannt. Dann aber schnell. Der Sommer ist zurück, wie man sehen kann. Meine Frau hat die Stiefel ausgezogen. Ja, wie sagt man bei uns so schön? Es ist jetzt so warm geworden, da fangen einem die Socken an zu qualmen. Ja, genau. Ja, und dass ich ja für alle Eventualitäten ausgerüstet bin. Gut, dass du einen Rucksack dabei hast. Ich habe mir das aber gedacht. Eigentlich war es ja nur für die nasse Wiese und unten ein bisschen im Wasser zu planschen. Aber das Wasser hat, wie viel haben wir gesehen, eben 19 Grad? 19 Grad hat er gestanden. 19 Grad, ne? Hat das Wasser gehabt. Ja. Und was haben wir zu Hause im Pool? 24. 24 und zu den heißen Zeiten waren wir doch auf 8, 29, ne? Genau. Ja, aber hier der Pool ist mittlerweile gut gefüllt. Klar, die Kinder, das, was gibt es Schöneres als ein Campingplatz mit so einem schönen Pool, direkt Spielgeräte nebenan. Den müssen wir uns gut merken, Schatz, diesen Platz. Ja, genau, den müssen wir uns merken, ne? Jetzt wird es langsam blau, ne? Ah ne, so wird es gut, ja. Wow, was ein Sonnenuntergang, ne? Ja, spektakulär. Spektakulär. Endlich zu Hause. Und jetzt kann man noch ein paar Worte mal zum Campingplatz allgemein sagen. Hm? Und zwar muss ich jetzt ein bisschen ablesen. Wie gesagt, der Campingplatz ist der Campingplatz Oranjesohn. Der liegt ca. 3 Kilometer von Ostkapelle entfernt in einem Ort Frovenpolder. Frovenpolder. Ich hoffe, dass ich es richtig ausgedrückt habe. Ne? Bist ja kein Niederländer. Nee, bin ich nicht. So, aber der erste Eindruck, der war schon wirklich klasse. Wie gesagt, man hat angerufen, gebucht und da hat die nette Dame gesagt, ja, wenn ihr später kommt, weil wir sind so circa um 9 Uhr, glaube ich, sind wir angekommen. War schon dunkel, ja. War schon dunkel, da war die Rezeption natürlich nicht mehr besetzt. Aber die legen dann im Eingangsbereich einen Brief ab und dort steht dann drin, wo man sich hinstellen kann. Ja. Also eine kleine Anweisung, dann wird die Schranke programmiert, also die erkennt dann quasi das Kfz-Zeichen, geht automatisch hoch. Da gab es überhaupt kein Problem. Keine Probleme, nee. Das ging alles nahtlos. Also das war schon mal klasse. Ja. Ne? Das war so eine ähnliche Nummer wie die Notnummer, ne? Ja, genau. Ja, also das ist wirklich genial gelöst war, da. War gut gelöst. Genau. Der Platz an sich hat ca. 300 Stellplätze mit WLAN abgedeckt und der unterteilt sich natürlich dann nochmal in Standardplätze. Die haben dann eine 6 Ampere Steckdose und 70 Quadratmeter. Dann gibt es noch größere Plätze mit 100 Quadratmeter und 6 Ampere Absicherung. Und dann kommen die Luxusplätze, 120 Quadratmeter mit 10 Ampere abgesichert und die Luxusplätze mit quasi eigenem Sanitärgebäude, auch wieder mit 10 Ampere abgesichert. Genau. Dann haben sie noch ca. 47 Mobilheime auf dem Platz, die kann man anmieten. Ja, auf dem Campingplatz ist noch ein Supermarkt, ein Schwimmbad, Schnellimbiss, Fahrradverleih, Restaurant. Aber wie gesagt, und noch 6 Wohnmobilstellplätze. Ja. Die sind dann direkt ein bisschen dort, wo das Zentrum ist. Da ist ein bisschen mehr Treiben. Wir haben für eine Übernachtung jetzt 68 Euro bezahlt. Genau. Für 2 Personen einen Luxusstellplatz mit 10 Ampere Steckdose und haben noch ein Abwasser direkt neben Wagen gehabt und Frischwasseranschluss direkt in der Nähe. Also es war wirklich ein Komfortplatz. Ne? Genau, wir haben das Auto. Das sind auch so schöne, so einzelne Parzellen, wie man das sehr oft in den Niederlanden auch kennt. Ne? Ja. Und da stehen so ungefähr so 10
Caravan, Wohnmobile, Zelte, alles durcheinander gewürfelt. Das gefällt uns ja sehr, sehr gut, denn Camper sind ja Camper, genau. Egal mit was sie unterwegs sind. Ja, richtig. Und das finde ich da wirklich ganz, ganz toll gelöst. Und wir hatten wirklich, wir haben den Wumi andersrum gestellt. Dadurch haben wir eine ganz tolle Privatsphäre gehabt, denn seit wir mit Tanja und Marco unterwegs waren, gefällt uns das eigentlich. So, gefällt dir das jetzt auch mal ja. etwas? Ja, liebe ne? Grüße ihr zwei, wir sehen uns ja wahrscheinlich Freitag. Genau. Ja, gefällt uns das immer ja. besser, müssen wir wirklich gestehen. Das andere natürlich nach wie vor auch, aber das Einsame, da haben wir richtig einen Gefallen dran. Genau. Ja, jetzt wollte ich doch noch in das Geschäft hier und noch ein frisches Wäckchen kaufen für heute Abend, aber zu spät dran. Die machen hier um 17 Uhr zu. Also, ja, wie spät grad, haben wir denn? Ja. Wir haben jetzt 18.25 Uhr. Genau, wenn wir gerade bei den Öffnungszeiten sind, von ja. morgens 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von mittags von 13.30 Uhr bis 17 Uhr. Befinden wir uns nun im Sanitärgebäude, das sehr lichtdurchflutet, hellfreundlich, wie gewohnt hier, alles super sauber. Und hier befindet sich eine Behindertentoilette, ein Wickelraum, ein Kinderbad, Duschgelegenheiten. Ja, dann zeigen wir es euch am besten mal. Ja, und hier im Außenbereich haben wir Spülbecken. Es sind drei Stück an der Zahl. Also es ist alles hier in einer Hand, kann man sagen. Sehr praktisch und von diesen Stationen gibt es natürlich mehrere auf diesem schönen Campingplatz. Ja, und den allerdings etwas kleiner. Ne? Hier, das ist die größte. Ne? Die genau. Die ist im Zentrum angelegt, wie so ein Kreisverkehr. Ganz gut aufgebaut. Ne? Ja. Ja, herrlich. Also auf dieser Seite hier haben wir 7 Nasszellen, Duschen und da habe ich mich eben verzählt. Ich dachte, es wären 6, aber es sind sogar 7. 7 auf einen Streich. Die Duschen hier sind wirklich sehr, sehr geräumig und wie man es halt eben hier auch gewohnt ist, alles sehr, sehr sauber und es sind 6 Stück in einer Reihe. Genau, die sind ja. auch alle von außen zugänglich, ne? Genau, also es gibt hier gar nichts zu meckern. Da ist eine kleine Bank, da kann man sich noch hinsetzen. Also hier kann man durchaus auch zu zweit duschen, wenn das sein muss. Oder mit Kind halt eben, ne? Ja, die ist ziemlich groß, ne? Ja, super. Und wenn wir gerade schon mal da sind, zeigen wir euch hier noch gerade die WCs. Die Entsorgung für die WC-Kassette haben wir jetzt gefunden, die ist im Außenbereich am Sanitärgebäude. Und hier stehen wir nun im Wasch- und Bügel- und Trockenraum auf dem schönen Campingplatz. Hier kostet ein Waschgang 6 Euro, ein Trockengang 2 Euro und das Waschmittel 50 Cent. Die Münzen für dieses Räumchen bekommt ihr vorne in dem kleinen Lädchen an der Rezeption. Ja, und was soll ich sagen, alles wie in den Niederlanden, wie wir das so gewohnt sind, ist natürlich alles wieder super sauber und gepflegt. Man kann schon sagen, Schatz, wie zu Hause, ne? Ja, das kann man sagen, ne? Genau, ja. We'll be right back.
Ja, und immer wieder faszinieren mich diese Häuschen. Ja, die sind wirklich toll, ne? Ja, also wenn ich die Wahl hätte und wir kein Wohnmobil hätten oder einen Caravan, ich würde, glaube ich, so ein Häuschen jedem Hotelzimmer vorziehen. Ja, du kannst ja mal eine Probe so ein Häuschen mieten, ne? Und ich schlafe im Wohnmobil. Ja, ja. Das lassen wir doch lieber, oder? Ja. Dann gucken wir doch lieber, wenn wir vorbeigehen. Aber vielleicht mieten sich unsere Kinder ja mal eins. Das ist gut möglich, ja. Ja. Also was uns wundert hier, ist ja doch, dass hier noch sehr viele freie Plätze zu haben sind. Ne? So ein schöner Campingplatz, ich verstehe es. Vielleicht sind sie ja reserviert. Ach so, das kann natürlich auch sein. Aber auf der anderen Seite. Weil der Strandweg ist ja eigentlich nicht so weit, 1,2 oder 1,1 Kilometer, ist nicht die Welt. Genau, ne? Auf der anderen Seite, wir haben ja schon Samstag, eigentlich schon Nachmittag fast. Ja. Ne? Und vielleicht ist ja doch ein Geheimtipp. Vielleicht. Und wenn, dann sowieso ein Miley. Ja. Geheimtipp. Ne? Aber der ist wirklich super, super schön und unglaublich gepflegt. Der Wind kommt und vor allen Dingen, der hat auch überall Spielgeräte stehen, ne? Ja, auf jedem Platz, kann man fast sagen, ne? Schön. Toll. So, gehen wir essen. Genau, heute ist der zweite Tag, wo wir hier auf dem schönen Campingplatz sind und da wollen wir natürlich noch ein bisschen mehr die Gegend erkunden. Und da ist ein Naturschutzgebiet hier direkt am Campingplatz. Da gehen wir jetzt mal durch und da ist noch ein anderer Strandzugang, den suchen wir jetzt mal. Ne? Genau, und gestern Abend waren wir ja noch am Meer, einen Sonnenuntergang bewundern. Herrlich, ne? Und da haben wir schon drei Wildpferde waren es, gell? Ja. Die haben wir schon gesehen. Ja. Und ich hoffe ja doch, dass wir das heute, wenn wir das Naturschutzgebiet auch ein bisschen erkunden, dass wir die wieder treffen. Genau. Ja, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg und schauen mal, was uns dort erwartet. Ne? Genau. Bevor man hier in das Naturschutzgebiet Oranjezone reinkommt, muss man Euro-Ticket ziehen, pro Person 1 Euro. Aber das ist nicht schlimm. Ich denke mal, da wird man ganz schön dafür belohnt hier. Das sieht schon gut aus am Anfang. Ja, das sah von außen ja auch alles schon so schön aus, als wir gestern noch vorm Tor gestanden haben hier. Genau. Ne? Ja, wir haben auch die lange Strecke gewählt. Ja, 6,5 Kilometer. Und da schauen wir mal, was wir da noch dranhängen können. Ne? Genau. Ja. Dann würde ich sagen, let's go. Let's go. Ist das nicht herrlich hier? Also wunderbar, die Natur. Der Weg da, glaube ich mal, der wird wunderschön. Was wir hier am Anfang schon gesehen haben, absolutes Träumchen. Also wenn ihr mal hier seid, müsst ihr unbedingt gehen. Da geht man hier an so einem Kanal vorbei. Und die Stille hier, die ist ja unglaublich. Ne? Ja, die Stille hier, die ist phänomenal. Und gerade eben haben wir noch gesagt, als wir eben weggegangen sind am Wohnmobil, oh, heute sieht es aus, als wenn es so leicht anfangen würde zu regnen. Ja. Aber Wir haben Glück gehabt. Ja, also Gott sei Dank habe ich ja immer meinen kleinen Kleiderschrank dabei. Also ich habe T-Shirt mit Spaghetti-Trägern. Und ich glaube, das kommt irgendwann gleich zum Einsatz. Es ist heiß. Ja. Es ist schon richtig heiß. Jetzt dreh ich mal hier kurz. Wir gehen ja, wie gesagt, hier am Kanal vorbei. Also, klasse. Es ist ein absolutes Träumchen. Träumchen. Ja, jetzt haben wir hier nochmal jede Menge Pferde hier vorgefunden, ne? Ja, ich dachte, ich traue meinen Augen nicht. Oder besser gesagt, ich dachte, mich tritt ein Pferd. Wir kommen hier runter. Da steht ein Pferd am Flur, auf dem Weg. Ja, die gehen da tatsächlich auf der Straße rum, ne? Ja, aber schön. Und die sind, also ich weiß jetzt nicht, müssten wir uns mal einlesen, ob das Wildpferde sind oder kann ich doch, müssen es ja sein, oder?
Man kann es ja mal behaupten, ne? Man kann es mal behaupten. Versuchen kann man alles, aber die sind aber ja gar nicht scheu, ne? Nee, aus diesem Grunde glaube ich es eher nicht, ne? Nee, sind überhaupt nicht scheu, ja. So, jetzt sind wir extra wegen Pferden vom Weg abgekommen. Jetzt gehen wir nochmal zurück, das ist gar nicht unsere eigentliche Strecke. Genau. Ne? Gucken wir, ob wir die nochmal finden. Ja, okay. Wir müssen im Rehkopf nach, oder im Hirschkopf. Im oder Hirschkopf, wie? Im okay. Hirschkopf, ja. Ja. Im Hirschgeweih, so. Im Hirschgeweih, ja. Gut. Auch in der Wiederholung immer wieder schön. Genau. Ne, heute Nachmittag hat es ein bisschen geregnet. Ja. Da haben wir ein bisschen abgekürzt, aber jetzt gehen wir dafür nochmal den schönen Weg hier. Ja, das hat uns wirklich so gut gefallen. Und man muss dazu sagen, die Beschilderung war nicht die allerbeste. Nee, das Hirschgeweih hat irgendwo gefehlt und da kommt man auf den falschen Pfad. Ne? Genau. Also wir würden schon fast behaupten, dass diese Beschilderung jemand mutwillig einfach entfernt hat. Ne? Ja, so sieht's aus. Ja. Ne? Aber wir haben ja Pfadfinderinstinkt und kämpfen uns jetzt durch. Ne? Genau, denn das war so schön, das gehen wir wieder. Genau. Heute Morgen waren wir da, Schatz, nicht heute Mittag. Heute Mittag haben wir in der Sonne gelegen. Okay. Heute Mittag haben wir gefaulenzt. Da war es so heiß, ja. Da war es immer zu heiß, hier zu gehen. Da ist immer Strandtime. Genau. Gut, weiter geht's. Ja, jetzt haben wir doch gerade festgestellt, da sind wir heute Morgen falsch gelaufen. Ja, und wir müssen alles zurücknehmen. Ja, wir müssen nochmal alles zurücknehmen. Ja. Die Schilder sind natürlich alle ordnungsgemäß platziert. Ja. Nur, ich habe einen falschen Kompass dabei gehabt. Du meinst aber doch nicht mich, oder? Nee. Ja, und wie gesagt, wir sind jetzt hier ganz alleine. Ja. Die Sonne geht langsam unter. Ja. Ich denke mal in einer Stunde ungefähr, aber wunderschön, Ruhe. Einsamkeit. Genau. Klasse Weg hier, was will man mehr, ne? Das wird, also ich wage mal zu behaupten, dass wir eine Nachtwanderung machen jetzt, ne? Ja, es ist möglich, aber das ist mir auch egal, ne? Ja, wir werden wohl vor Dunkelheit nicht am Womi sein. Wir werden heute auch den Sonnenuntergang am Meer wahrscheinlich verpassen, denn wir wollen diesen ganzen Weg jetzt so richtig genießen. Genau. Und vielleicht sehen wir ja auch die Wildpferde wieder. Ist alles möglich. Heute ne? Morgen hatten wir das Glück. Ja, heute Morgen hatten wir das Vergnügen, ne? Genau, ja. Und es ist hier wie in einem, man kann schon sagen, so ein Zauberwald, ja, ne? Also wirklich, Märchenwald. Ja. Kiefer stehen hier überall, allein schon der Geruch, ne? Ja. Dieser ätherischen Öle. Genau, genau. Also man kommt aus dem Schwärmen eigentlich hier wirklich nicht raus, ne? Ja. Es ist einfach fantastisch. Toll. Und da würde ich sagen, gehen wir weiter. Let's go. Let's go. Wenn jetzt die Bildqualität ein bisschen schlechter ist, okay, es wird halt dunkel und dann schafft das die Kamera nicht mehr so. Nee, ne? Genau. Ja, die Besonderheit hier an dem Weg ist wirklich, dass der ganze Wald hier mit Gräsern bewachsen ist. Ne? Das sieht wirklich schon märchenhaft aus. Ja. Ne? Kann das man hat wirklich man, sagen. Ja, das hat man nicht oft. Ne? Nee. So, jetzt musst du aber ganz schnell die Kamera ausmachen, sonst ist alles leer. Wir haben noch einen weiten Weg und nachher kommen am Ende die Pferde und wir haben keinen Stoff mehr. Genau. Also, jetzt haben wir gerade die richtige Zeit erwischt. Überall kommt das Wild zum Vorschein. Ja. Super schön noch, ne? Sagen wir mal, die sind ja wahrscheinlich harmlos, die Kühe, ja, ne? Ja, klar. Aber das war doch schon, mein lieber Mann, die hat schon sehr, sehr mächtig da vor mir gestanden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das eine Kuh war oder ich habe gar nicht genau geguckt. Aber auf jeden Fall war es keine dumme Kuh. Nee, es war eine ganz süße. Vor so einem großen doch, Kilo, weil ne? durch diese Größe, ne, da waren die ganzen Wildpferde da hinten, die kamen mir eigentlich klein dagegen vor. Hier ist wirklich alles Rehwild. Ja, alles voll. Ja. Dammwild, also hier läuft alles rum, ne? Stöckelwild. Nee, ich habe ja Wanderschuhe. es ist toll. Wirklich ein Träumchen. Und wir haben tatsächlich, es war Glück, dass es heute Morgen geregnet hat, wir haben jetzt hier das absolute richtige Wetter eigentlich erwischt, gell, genau, Schatz? Genau, ja. Ja, richtig schön.
Jetzt muss ich den Kopf mal wegmachen. Hinter uns sieht aus, als ob man in der Eifel da rumlaufen. Ja. Ein Mar. Ja, mit den Pferden hat es ja schon ein bisschen gestimmt. Ja, ne? Genau. Ja, und eben haben wir noch was beobachtet. Da ist doch tatsächlich so ein Wildpferd vor unseren Augen. Ja, durch den Kanal geschwommen. Also unglaublich. Ne? Ja. Auf die andere Seite. Kurz sich da was angeschaut und schwupp, dann noch mal rüber geschwommen. Nur leider war das so weit weg, man konnte es nicht aufnehmen. Ne? Ja, und das Licht war gerade da, wo wir gesessen haben, war das Licht nicht besonders günstig. Nee. Ne? Aber das war schon toll. Ich glaube, wir gehen morgen wieder hierher. Auf jeden Fall, ne? Herrlich. Also, let's go. Let's go. So, jetzt kommen wir doch tatsächlich hier noch an einem Nacktstrand vorbei. Da gehen wir natürlich jetzt gucken, ne? Ist doch klar. Wir gucken jetzt mal über den Hügel hier und schauen mal nach dem Sonnenuntergang. Genau, so, er hat alle Ausreden für jetzt hier durchkommen. Das ist nämlich eigentlich gar nicht unser Weg. Aber ja, wir kommen jetzt mal ein klein bisschen ab vom Weg. Ne? Du willst doch heute Abend noch was zu essen haben, ja, klar, oder? Klar, ja. Aber um diese Uhrzeit kannst du vergessen. Gut, aber jetzt gehen wir mal über den Hügel, ne? Wir gehen jetzt über die Wiese. Hier dürfen wir aber hin. Hier war ja ein Tor. Ne? Genau. Hier geht es ja auch zum Strand. Ja. Ja. Wir haben gerade eben noch eine ganze Menge von diesem Dammwild gesehen. Ne? Ja. Und die sind da vor uns her über den Weg gehüpft. Über den Weg gehüpft und schnell ab ins Dickicht. Ne? Aber so schnell hat man ja nie eine Kamera draußen, ne? Halt eben passiert. Ja. Aber es ist wirklich, also das hier ist ein Erlebnis. Auch heute Abend noch. Das wird mir wahrscheinlich immer und ewig in Erinnerung bleiben. Ja, 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 dann so gehen wir schön. Mal jetzt. Ne? Ja, siehst du? Aber da hast du doch noch Belohnung, wenn du auch hier keine Nacken mehr gesehen hast. Nee, dafür? Aber dafür machen wir eine Nachtwanderung. Ne? Genau, an die Nachtwanderung könnte ich mich nämlich richtig gewöhnen. Ja, ich auch. Ja, und als Belohnung sehen wir natürlich hier noch das Meer und den wunderschönen Himmel. Was möchte man denn noch mehr? Ja, vor allen Dingen hat man auch den Vorteil bei den Wildtieren, die kann man besser beobachten, weil das ist so die Äßzeit, wo sie alle aus dem Dickicht rauskommen. Ja. Und ideal, also toll. Ja, wir haben wirklich was davon gehabt heute Abend, denn als wir heute Morgen waren, hat man die Wildpferde haben wir gesehen, ja. Aber ansonsten haben wir keine Tiere gesehen. Ne? Nee. Ja, oder heute Abend haben viele unsere Wege gekreuzt, wenn du auch ein bisschen Pech hattest jetzt mit dem Nacktstrand. Was soll's. Hast du ja noch nicht. Ich bin ja nur wegen dem Sonnenuntergang hingegangen. Ne? Klar. Ja. Ja. Noch einmal auf den Dünen sitzen. Ja, das ist doch so hier schön. Hier ist es ja erlaubt, ne? Genau. Genau. Hier geht es nämlich runter zum Nacktstrand, ne? Ja, Schatz, du tastest dich ja immer ein Stückchen weiter, es nützt dir alles nichts. Nee, aber ich sehe ein paar nackte Möwen da unten, ne? Genau, Nacktmöwen. Nacktmöwen. Nacktschnecken gibt es doch, oder? Ja, die gibt es. Ja, Nachtschnecken. Aber ja. Herrlich, ne? Nee, es ist wirklich absolut schön, ja. Und wir könnten jetzt am Strand entlang zurückgehen, das tun wir aber nicht. Im Sand ist jetzt beschwerlich. Wir gehen jetzt den offiziellen Weg, damit Wir den wenigstens einmal gegangen sind. Und ja, morgen sind wir ja dann wieder am Meer. Ne? Genau, morgen sind wir wieder am Strand. Genau. Okay. Jetzt hast du mich ja doch noch verführt, für hier an den Strand zu gehen, ne? Klar. Bei so einem Wetter und da muss man einfach das Meer genießen, oder? Ja, genau. Ja. Es ist schön. Der Strand ist hier überhaupt nicht überfüllt, kann man ruhig so sagen, ne? Nee, kann man wirklich so sagen. Und es weht ein laues Lüftchen. Genau. Die Luft ist warm. Die Luft ist heiß. Ich denke mal, so zwischen 26 und 28 Grad haben wir hier. Ja, ne? Ja. Seht ihr, ich muss alles tragen. Mein Schatz trägt die Verantwortung. Ja, das reicht doch, oder? Ja. In diesem Sinne, macht's gut. Bleibt vor allen Dingen gesund und... Und das Abo nicht vergessen. Und ein Like für meinen Mike. Alles kostenlos. Genau, darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Genau. Ja, in diesem Sinne... Servus. Und Servus. Ja. Eure Mileys. Ja.
Seit du das Neue dabei hast, bringst, kommt du, mich, ganz durcheinander, bringst ne? du mich eigentlich ständig aus dem Konzept, Schatz. Ja, nicht, dass Problem. Du mich sonst auch aus dem Konzept bringst, aber das hier müssen wir noch ein bisschen üben, gell? Ja, werden wir tun. Aber ist egal, live ist live. Wir genau. machen das nicht neu, wir schneiden das nicht raus, das bleibt, wie es ist. Bleibt alles, wie es ist. Okay, in diesem Sinne, wir essen für euch mit heute Abend. So machen wir es. Okay.